Herzlich willkommen. Schönen guten, was auch immer, zu einem weiteren Let's Play. Ihr seht, nahtlos angeknüpft an die Stelle, wo wir waren, und wir hören wieder Musik. In diesem Fall ist es Only Taking Time mit dem Album EP. War ein bisschen rockiger hier. Hab euch ja genug mit Dark Ambient und was auch immer das alles war gequält. Und hier müssen wir uns dann noch was Neues ausdenken mit der Treppe. Vielleicht können wir die auch anders jetzt bauen. Das können wir dann immer noch machen. Ich glaube, ich werde hier einfach mal anfangen, diese Wand einzureißen. Darauf habe ich gerade Lust. Machen wir es einfach mal. Und nein, wir denken jetzt nicht drüber nach, dass wir hier mal die ganze Wand neu gesetzt haben, damit sie hübscher aussieht. Das tun wir jetzt explizit einfach mal nicht, ja? Meine werten Freunde. Ist wichtig. Was, sonst würden wir das ja hier nicht machen. Es wird weiter so aussehen, wie es aussieht. Wäre auch scheiße, oder? Ist ja auch nicht das, was wir wollen. Tja. Daran habe ich mich doch eben glatt noch erinnert. Ja, genau. Mein Freund. Ist da schön im Schatten rum. Ja. Weg mit euch. Böses Zeug. Ist da noch einer? Da ist ja noch einer. Doofes Viehzeug. Warte mal, wie komme ich denn jetzt? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Da geht's hoch. Ah, da geht's runter. Alles klar. Ach ja, dann würde ich sagen, da wir jetzt hier alles Monster befreit haben, hauen wir hier einfach mal die Ecke weg. Ja, hier sowieso noch dann Clearstone neu setzen. Der Boden wird ja auch Clearstone. Ja, die Kante hier wird auch Clearstone. Sicher, sicher. Und ja, eine Axt wäre jetzt auch vom Vorteil, aber die haben wir gerade nicht bei. Von daher ignorieren wir sämtliche Vorteile, die es geben könnte. Machen einfach so weiter. Oh, da drüben wären wir auch schon fast raus, ne? So dick ist der Berg an der Stelle gar nicht, weil ihr Schweine hier habt. So, wie weit müssen wir denn hier noch gehen? Ganz schönes Stück eigentlich. Aber hauen wir jetzt erstmal hier die Ecke raus. Hilft ja alles nichts. Und ja, wir gehen bald wieder in die Höhle und farmen da mal wieder Eisen. Weil, dass ich kein Eisen mehr habe, ärgert mich. Ich hatte 2 Stacks Eisen. Also ich hatte so viel Eisen, aber durch die ganzen Aktionen jetzt mit neuen Schwertern und Zeug, ey. Echt zum Kotzen. Hat uns echt was gekostet, dieser Ausflug in den Nether. Ist echt doof, irgendwie. Muss ich jetzt mal so feststellen. Und Cobblestone brauchen wir auch neu, habe ich ja gesagt. Deswegen machen wir hier einfach mal Cobble und Mass. Ah, jetzt muss sogar noch einen mehr machen. So. Da können wir die Kisten hier gleich neu aufstellen. Weil wir hier sowieso Stein brauchen. So. Da. Weg. Ja. Ja. Den Weg nach oben lassen. Wichtig, einen Weg nach oben. Naja, da ist der Berg auch schon vorbei. Also können wir gar nicht mehr so weit ausbauen, es sei denn, wir gehen in die Tiefe. Krass. Aber exakt. Aber echt Schwein gehabt. Naja, was soll's. So, eine Axt brauche ich auch noch. Habe ich ja eben schon erwähnt. Dieses Input-Zeug, was nachhängt, ist echt nervig. Was das ist, habe ich nur während der Aufnahme. Also es ist irgendwas in der Kombination mit Fraps. Was
das an. Ja, toll. Ich runtergerannt, obwohl ich da oben hätte bleiben können. Ja, da habe ich ja auch ein Crafting Table. Ja. Wir erinnern uns, wir haben ja da einen hingestellt. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Ja, Blume, wichtig. Blume brauchen wir jetzt. Blume 2000. Ach, Schleichwerbung. Naja. Habt ihr nicht gehört? Ach ja. Blume NG quasi. So, Holz. Holz ist toll. So. Zack, zack, zack. Eigentlich müsste ich das ja nicht machen, aber wir wollen ja hier gleich. Oh, eine Kuh. Wir wollen ja hier gleich anfangen, Wände zu setzen und da stört der Baum ein bisschen. Deswegen hauen wir den gleich mal kurz und klein. Weil da hängt ja auch schon wieder der nächste Baum dran und so, ist ja auch alles total nervig hier. Genau, da oben ist unser Schlafzimmer. Ist denn schön. So, weg. Weg. Ja. So, so, so. Stein gewordene Monstrosität, ey. So werden wir unser Haus irgendwann nennen können. Stein gewordene Monstrosität. Na, bin ich mal so nett? Ich glaube schon. Duck, duck, duck. Gerade Kanten sind besser als schiefe Kanten. So. Ja. Und statt dem, was wir brauchen, haben wir jetzt einen Setzling in der Hand. Auch gut. Na, Kätzchen? Wie geht's uns? Kätzchenhaft? Ja, kann man da liegen bleiben. So, bisschen Licht können wir hier. Wir hauen dann einfach wieder raus. Können wir ja. Haben's ja dicke. Mit dem Scheiß jetzt hier. Den Clearstone haben wir so viel von gemacht. 4 Stacks. Können wir jetzt erstmal hier eine glatte Wand ziehen. Und dann überlegen wir uns, ob wir hier noch einen Eingang oder sowas bauen, einen zweiten. Aber dann schon. Weil sollte ja jetzt eh hier nicht mehr so lange dauern, diese Aufnahme. Das Album, was wir gerade hören, ist eine halbe Stunde lang. Daran werde ich mich dann auch halten. So die Hoffnung. Ja gut, eure Hoffnung ist wahrscheinlich etwas andersartig, dass es hier noch ein bisschen länger geht. Aber meine Hoffnung ist ja immer, dass ich mir das, dass ich das Zeitfenster, was ich mir vornehme zu halten, auch halte. So. Hier geht gar nicht mehr. Ist auch schön. So. Ja. Oh, da war noch ein Tür. So. Das heißt, eigentlich müssten wir hier mal. Schmeißen wir uns alles jetzt mal kurz hier in die Kiste. Sortiert wird später. Ja, Feldhacker. So, alles weg hier. Ganzer Klumpatsch. Ne, den Klumpatsch brauchen wir. So, auch hier unten nochmal in die Kiste. Da haben wir noch mehr von dem Klumpatsch. Genau. Mal sortieren. Der da drin. So, 64 sollten jetzt mal reichen. Dann können wir es auch hier. Ah, Platsch. Die Erde rausnehmen, die brauchen wir nämlich für die Aktion jetzt wieder. Jetzt erstmal hier gucken, das war. Wir müssen ein bisschen Erde aufschichten. So, weil. Genau, die muss jetzt da unten wieder ran und die muss da oben hin. Müssen wir hier. Also eigentlich da so, dann kommt das nämlich davon. Da passt doch. So. Zack. Zack, 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 zack. Weil wir wollten ja mal nicht, dass diese Treppe so mitten im Raum steht. Das war der ganze Grund hier für diese Aktion.
Aber es ist ja jetzt inzwischen furzigal. Weil mitten im Raum ist ja das Neue in der Ecke. Ja. Wir haben es ja, ne? Eindeutig Wunst. Ja, sieht jetzt nicht ganz so famos aus, aber es ist besser. Das sieht ja nicht so aus, als ob es komplett schwebt. Ja, ist ganz gut. Da kann man hier auch schön hochlaufen. Zu unserem oberen Bettchen. Aber hier sieht man ja, wie viel Etagen wir eigentlich noch bauen machen können. So, und hier können wir auch noch runter. Sehr schön. Na, ist doch gut. Können wir uns ja auch jetzt hier wieder alles aus dieser Kiste wieder einverleiben und dann absortieren. Auf die wirklichen Kisten, die wir da unten haben. Na, passt doch alles rein. So. Du bleibst mal hier. Ach, da hinten wächst schon der erste Kürbis. Das ist auch fast reif. Mann, das funktioniert hier. Das ist toll. Achso, wir könnten uns ja nochmal... schon mal dabei sind. So. Weil... das mit Durchlaufen ist immer so nervig. Können wir hier auch nochmal... wo ist unsere angekratzte Schippe? Oder haben wir gerade keine? Haben wir gerade keine, wa? So, raus mit dir. Cobblestone haben wir auch noch. Ja. Wo? Ja, ist gut. Ja. Schön. Kann man schön durchlaufen. Ja, es hat was. Ja. Ja, aber das hier gefällt mir überhaupt nicht mehr. Dann müssen wir uns irgendwie was Schöneres ausdenken. Ihr könnt ja mal Vorschläge machen, was wir hier machen, außer den Pistenaufzug. Dafür haben wir nämlich nicht genug Ressourcen gerade. Dies wird wohl nichts. Mit der Pisten. Aufzug. Sollte man wieder was trinken. Trinken ist immer gut. So. Sekunden, in die nichts passiert, aber alles möglich ist. Das Fenster wirkt jetzt echt ein bisschen klein. Aber ja, ach, hier oben ist ja auch noch. Können wir das doch erstmal hier korrigieren, oder? Vielleicht noch hier vorne. Ja, komm du mal her. So, ja. Naja, der bleibt halt einfach da. Erreichen wir die Ecke? Wie nur ein Pixel. Ja, so langsam ist der Innenausbau doch ganz gut hier. Und hier nochmal. So. Hier sitzt eine Katze ziemlich im Dunkeln. Ja. Können wir dich auch mal ein bisschen schieben? Ja, schieben wir dich. Bünz, bünz, bünz. Ja, da sitzt du besser. Ja, findest du auch. You like it too. Hier nochmal eine spontane Veränderung machen. So,
da sitzen auch noch Kätzchen rum. Mann, ist das schön. Überall Kätzchen. Komm ja vor wie der Hellboy. Und nein, das hat nichts mit dem Fernsehsendern zu tun, die ich gucke. Dass ich jetzt gerade an Hellboy denken muss bei Katzen. Es ist ein komplett autark gedachter, komplett davon unabhängiger, ne? Ja, Grunzen. Das erklärt auch, warum man es hier immer grunzen hört hinter dieser Wand. Ist ja voll grunzig. So. Oh, ist das schön. Und jetzt können wir hier in der Ecke so runtergraben und dann machen wir das Ganze hier drunter nochmal. Weil das ist ja alles so weit weg, dass das gehen müsste. Dann bauen wir das einfach da drunter nochmal. Das heißt, wir müssten 5 in die Tiefe oder so. Können wir hier so eine schöne große Treppe machen. Können wir unten drunter vielleicht so Ställe bauen. Auch mit künstlichem Licht. Ist ja auch so, ne? Bei Hochleistungsmastvieh. Die stehen ja auch den ganzen Tag im Hellen. Und das tun sie, damit sie mehr Milch geben oder so. Oder schneller wachsen. Ob die armen Viecher dabei wahnsinnig werden oder nicht, ist eigentlich auch egal. Da ziehst du dem Schnitzel ja nicht an. Und drüber nachdenken willst du schon gar nicht. So. Ich könnte ja auch rezitieren. Ich habe hier gerade zum Buch liegen. Ach, das ist ja auch hier herzallerliebst gewachsen. Das gefällt mir. Ey, leck. Ach so, ja. Siehst du? Ah, da draußen. Mann. Da draußen. Gehen wir erstmal prüfen. Ganz schön aggro, die Jungs. Muss ich ja mal sagen. So, die Felder hier draußen wollten wir abreißen. Können wir auch jetzt eigentlich auch gleich machen, oder? Also langsam, langsam, langsam wird's wieder. Mit der Melone und so. Putz. Ah ja, eine Pflanze, die gewachsen ist, gibt 2 Kerne. Ja, packen wir den jetzt. Ach nee. Ja. Ui. Habe ich nicht mal gesagt, hier drunter ist irgendwo Lava? Ich hab's doch mal gesagt, oder? Mir war doch so. Toll. Davon fließt auch noch. Alter. Was haben wir denn jetzt hier? Gold. Na, ist immerhin dieses dämliche Plöpp, Plöpp, Plöpp weg. Cool. Einfach nur so ein Lavasee direkt unter der Oberfläche. Mann, das bauen wir uns aus. Ist ja cool. Na, erstmal hier. Machen wir erstmal das weiter, was wir sowieso machen wollten. Wir wollten ja hier erstmal dicht machen. Wollten hier die Felder abbauen. Da wobbelt unser anderes Portal. Was können wir denn kurz mal ablegen, damit wir hier ja, vorankommen ein bisschen. Hier den ganzen Krempel mal weg. Steinäxte, die kein Mensch braucht erstmal. Ja, hauen wir hier erstmal großzügig alles rein, was wir gerade nicht brauchen. Das sieht gut aus. So, die Kerne können wir auch mitnehmen. So, Melonenkerne kriegen wir jetzt noch. So.
Felder hier wollte ich auch zumachen. Das ist ja interessant, wenn man da gräbt, findet man auf einmal Kerne. So. Na, danke, Herr Creeper. Da können wir echt mal Danke sagen. Das heißt nämlich, wir können von unserem Portalraum aus einfach mal da so in diese Richtung rüber buddeln. Na gut, verschönern müssen wir es denn auch noch. Kann ich schon mal den einsetzen. Können wir den aber immer noch machen. Wow. Hat der uns hier echt mal ein vernünftiges Loch gerissen. Gut, der Obsidianboden, ist jetzt nicht so das richtig Tolle, aber richtig schlecht ist er auch nicht. Na, gucken wir doch mal, wo wir da hinkommen. Ach, jetzt müssen wir hier auch noch rum. Na, ist ja toll. Ja, dann machen wir da einfach ein bisschen mehr. Ja, und Clearstone brauchen wir auch jede Menge dafür. Naja, was soll's. Da sind wir schon. So dicht waren wir dran. Ich glaub's ja nicht. So dicht waren wir an der Lava. Mann. Ist das toll. Na, müssen wir uns hier noch gemütlich machen. Können wir den Raum hier ja ausbauen. So, mach mal hier zu. Weil dich brauchen wir. Dich, Eisenerz. Mann, hier eine Eisenerzquelle direkt neben unserem Wohnhaus. Ich glaub's ja nicht. Wir wollten ja sowieso, also zumindest ich wollte das, ja, toll. Ich wollte ja sowieso hier rüber bauen, in den anderen Berg. Dann nehmen wir das einfach mal als Einladung an. Und ziehen noch ein paar Päckelchen, damit uns hier auch ja nichts spawnt. Ein paar zu viel ist immer noch besser als zu wenig. Eigentlich müssten wir den Boden noch. Ja, aber in der Höhe hier mit dreier Höhe ist doch schon okay, oder? Ja, machen wir mit dreier Höhe. Müssen wir nicht fünfer machen. Sind wir ja doch ziemlich dicht unter der Oberfläche. Unser ganzes Werkzeug einpacken. So, einen Klumpatsch kannst du behalten. Ja, und unsere Früchte der Arbeit. Ach, da hinten wächst es auch schon schön. Ja. Ja, so wollten wir das doch, oder? Nee, craften wollten wir nichts. Also wollten wir das doch hier. So. Brunnen haben wir jetzt ja hier drin, ist auch okay. Und das hier können wir da noch reinwerfen. Bisschen neu sortiert. Sieht das doch auch schon fast wieder okay aus. So, das kann da noch rein. Na, die müssen wir da hinten rein. Ach, noch was jetzt einfach mal richtig hier absortiert. Gut, dann wisst ihr ja schon, was euch in den nächsten Folgen erwarten wird. Und zwar der Weg rüber zur anderen Seite. Siehst du hier, Eisenstiefel, die haben noch überlebt. Das war das eine, was noch überlebt hat. Das war die eine Sache, die es geschafft hat. Schon wieder despawned. Genau, Glas. Achso, ja, stimmt ja. Wir wollten noch die. Da. Da. Ist alles leer, ne? Ja. Muss man da reinwerfen in die Kiste. Kabels können wir hier reinwerfen, die Kiste. Der Dirt muss schon da unten rein, weil oben alles voll ist. So viel Dirt brauchen wir nie wieder, sage ich jetzt. Also, gut, bis wir ihn brauchen, ist die Kiste ganz schnell leer. Wir könnten jetzt im Never auch anfangen mit Dirt, aber es ist auch scheiße eigentlich. So, Zaun. Mauts. Pfeile, Schwert. Ja. Ja, kann er erstmal hoch. Und der Glowstone gehört ja hier unten zum Never Equipment.
Ja, toll. Funktioniert die Schieb-Taste schon wieder nicht. Ganz viel Schaufeln. No, Hint. So, haben wir echt so viele Spitzhacken schon verbraucht. Ist ja unglaublich. Ja. Fahr mal runter, verbrenne. Ach, die Musik ist ja... Oh, die Musik ist schon aus. Mann, Leute, die Musik ist schon aus. Das heißt doch, ich hab doch gesagt, wenn Musik aus, dann ich auch aus. Mach doch jetzt nicht mehr weiter hier. Wäre auch ziemlich blöde, jetzt einfach so weiterzumachen. Obwohl die Musik aus ist. Wie scheiße wäre das denn? Hätten wir ja nur noch mich und den Minecraft-Sound. Me, myself and the Minecraft-Sound. Wäre auch scheiße, oder? Das will man doch nicht hören. Deswegen, weil man das nicht will, würde ich auch sagen, wir lassen es denn endlich zäumen noch kurz hier das Feuer ein. Das muss ich noch machen. Hab ich Angst, dass hier irgendwas Feuer fängt. So, ist da noch ein Ding drüber. So. Na, sieht doch gut aus, oder? Sieht doch sehr gut aus. Naja, bis auf der in der Mitte, das sieht nicht so gut aus. Oh ja, was so. Können wir ja hier richtigen Stone drum bauen. Tja, Anmerkungen, Kommentare, Ideen, was wir denn hier jetzt wirklich machen werden. Nehme ich gerne entgegen. Hin und wieder sage ich auch gerne, nö, so nicht. Aber andere Ideen, die da dem hier angewandten Spielprinzip des kompletten Chaos nicht im Wege stehen, werde ich doch gerne umsetzen. To-Do-Liste haben wir immer noch nicht gemacht, fällt mir dabei auf. Und ich wollte doch nur so ein paar Minuten, jetzt bin ich hier schon wieder dabei. Brauchen eine Diamantspitzhacke. Wenn ihr mal was Neues hören wollt, setzt mal 50 Folgen aus, dann habe ich auch meinen Diamanten, den einen, und dann erwischt mich ein Creeper und dann ist auch wieder vorbei. So, ausgeleuchtet ist, es knistert auch schön, Decke machen wir dann beim nächsten Mal. Ich freue mich schon auf die etwas größere Halle hier. Das kann ich nicht machen, das sieht doch hässlich aus. So. Ja, hier machen wir einen schönen Boden rein und so. Da drüben auch. Und da kommt oben auch ein schönes... Ah, okay. Krass, das macht so richtig Rauch, der nach oben steigt. Steigt jetzt hier sogar schon bis unter die Decke. Man kann Schornsteine bauen, das ist ja toll. Ich habe vorher auch noch nicht gesehen. Ist das neu? War es schon immer so. Naja. Gut, also ein bisschen asymmetrisch wird es jetzt. Vielleicht haue ich auch die beiden Feuer komplett weg und mache dann was anderes. Wir könnten das Feuer in der Mitte riesig machen und dafür hier noch ein bisschen bauen. Was schwimmt denn da? Oh, wir haben einen Tintenfisch. Da ist ein Tintenfisch. Das macht Boing Boing. So, was macht Boing Boing? Uns ist nicht mehr da. Was passiert denn? Unser. Kriegen wir ihn damit weg wenigstens? Geht nur irgendwann die Spitzhacke kaputt. Ich glaube, ich sollte aufhören. Ich glaube wirklich, dass ich aufhören sollte. Es war mir wieder eine Freude, hier unterwegs gewesen zu sein. Und mit diesen Worten.